Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landquid. In Kommentaren unter meinen Resident Evil Videos und während meiner Streams werde ich ununterbrochen gefragt, was ich glaube, was in Resident Evil 9 vorkommen wird. Ein Thema, das offensichtlich sehr viele Menschen, mich eingeschlossen natürlich, riesig interessiert. Und tatsächlich haben wir jetzt mal wieder einen kleinen Hinweis, so ziemlich den ersten Hinweis von einem zuverlässigen Leaker, nämlich den mittlerweile kennen ihn wahrscheinlich schon viele von euch, das Golem, über Resident Evil 9 erhalten, also inhaltlich. Das Golem hat sich ja eigentlich als Leaker zurückgezogen, ganz offiziell, aber ab und zu streut er nochmal so ein bisschen sein Insiderwissen, sein vermeintliches, aber recht plausibles Insiderwissen in die Welt hinaus. Und diesmal hat das Golem einen Tweet verfasst, in dem er basically hauptsächlich darüber schreibt, dass Capcom dafür bekannt ist, gerne mehrere Spiele auf einmal zu greenlighten, die quasi voneinander profitieren können und die dann quasi so als ein großes Sammelprojekt entwickelt werden. Als Beispiel nennt er hier Resident Evil 7, das Resident Evil 2 Remake und Devil May Cry 5. Dadurch, dass diese Spiele relativ zeitgleich gegreenlightet, also von Capcom quasi zur Entwicklung freigegeben wurden und entwickelt wurden, soll man so quasi die Vorteile der Resident Evil Engine besser für alle drei Spiele nutzen können, weil sie teilweise ähnliche oder andere Ansätze nutzen und dann kann man das so untereinander austauschen und kommunizieren. Das Resident Evil 2 Remake habe Capcom dann zu Resident Evil 3 und Resident Evil 4 Remake inspiriert und jetzt wird's interessant, dass kürzlich erschienene Dragon's Dogma 2, das ich euch nebenbei gesagt sehr ans Herz legen kann, ein absolut großartiges Spiel, unbedingt spielen, auch wenn es scheinbar auf dem PC aktuell noch ein bisschen Lag-Probleme hat, aber sobald die gefixt sind, rein mit euch in das Spiel. Auf jeden Fall, Dragon's Dogma 2 weitet nun die Funktionalität der Re-Engine aus für ein Open-World-Game. Und zwei weitere Spiele sind in Entwicklung, die diese Funktionalität, die diese Fortschritte, die mit Dragon's Dogma gemacht werden, parallel genutzt werden sollen und können. Nämlich Monster Hunter Wild, das nächste Monster Hunter, und Resident Evil 9. Das Golem impliziert hier also, dass es sich bei Resident Evil 9 um ein Open-World-Spiel handeln könnte. Eine Aussage, die erstens aufgrund dessen, dass sie von Das Golem kommt, schon mal eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, denn er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er offensichtlich wirklich Insider-Informationen hat oder wirklich verdammt gut raten kann immer wieder. Gleichzeitig aber auch eine Aussage, die gar nicht so weit hergeholt klingt, denn ich finde schon Resident Evil Village hat so ein bisschen versucht, mit einer Semi-Open-World, einer sehr schlauchigen Open-World herum zu experimentieren. Eine Welt, die Backtracking belohnt, die dich immer wieder an Orte schickt, an denen du schon warst, die du dann frei erkunden kannst, wo du dann aber neue Rätsel und neue Gegner triffst. Und auch das Resident Evil 4 Remake hat ja so ein bisschen mit Sidequests rumexperimentiert. Und nun ist quasi Dragon's Dogma den nächsten Schritt gegangen und hat diese Experimente wirklich in eine Open World in der Re-Engine verwandelt. Und die Erfahrungen, die Capcom jetzt mit Dragon's Dogma 2 gemacht hat, können nun eben auf Monster Hunter Wild und Resident Evil 9 bezogen werden. Das Golem betont dann nochmal in einem Anhang zu seinem Tweet, dass er noch eine Sache sagen will, bevor er sich dann aber wieder zurückzieht und nichts weiter mehr preisgibt, nämlich, dass alle drei diese Projekte das Ziel haben, die DNA der Serie aufrechtzuerhalten. Dragon's Dogma 2 ist immer noch sehr eindeutig Dragon's Dogma. Monster Hunter Wild wird immer noch ziemlich eindeutig Monster Hunter sein und das Gleiche wird man auch über Resident Evil 9 sagen können. Tja, das klingt natürlich ziemlich spannend. Ein Open World Resident Evil. Da flattern natürlich die Ideen durchs Gehirn, ne, wenn man das hört, an Möglichkeiten, die sich da bieten. Wir haben ja schon so ein bisschen vielleicht in The Evil Within 1 und 2 gesehen, in welche Richtung das gehen könnte. Und da könnte man sich natürlich auch ein sehr offenes Resident Evil 4 Remake bzw. Resident Evil Village vorstellen. Ein Dorfbereich mit angrenzenden Wäldern, mit dunklen, verschlungenen Waldwegen, mit Steinbrüchen irgendwo im Nirgendwo, mit dunklen Schlössern und Villen, die am Ende der vielen verzweigten Wege warten und natürlich viel zu entdecken, viel Sidequests, viel Optionales, vielleicht auch einige wenige skurrile NPCs. All das ist natürlich
natürlich möglich. Und ich glaube wirklich, Village und Resident Evil 4 Remake sind da sehr gute Indikatoren dafür, wie man sich so ein Open World Resident Evil vorstellen könnte. Ne, man denke hier nur an das Resident Evil 4 Remake und den Seeabschnitt nach dem Delago-Kampf. Basically eine relativ kleine offene Welt, die man hier erkunden kann. Und gerade auch der Blick auf Dragon's Dogma 2 ist da natürlich spannend, denn während Dragon's Dogma 2 wirklich eine Open World hat, das kann man so sagen, sind die Wege schon auffallend schlauchig. Es gibt eindeutig im Grunde ein, zwei Hauptwege, die sich durch die Welt ziehen, die sehr viel kleine Abzweigungen haben. Also fast schon so ein bisschen wie ein klassisches JRPG nur in eine offene Welt gedacht. Und so etwas finde ich, könnte für Resident Evil durchaus auch ziemlich gut funktionieren. Natürlich gibt es dann super viele kleine Details, die einem da durch den Kopf gehen und über die man viel spekulieren kann. Wird es zum Beispiel im neuen Resident Evil, in einer Open World würde das unter Umständen Sinn machen, eine Sprungtaste geben? Werden wir springen können? Werden wir klettern können? Oder wird die Welt doch relativ statisch und von Gebirgen und unpassierbaren Hindernissen begrenzt sein, damit sie nicht zu weitläufig wird, damit eben nicht zu viele Aktionen notwendig oder möglich sind, um die Welt zu durchqueren? All das sind natürlich große Fragezeichen, aber die gehen mir gerade spontan durch den Kopf. Ich will euch daran teilhaben lassen und ich würde gern wissen, was euch durch den Kopf geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von einem Open World Resident Evil haltet und welche Spielmechaniken ihr mit einer Open World verbindet, die ihr entweder sehr gerne in einem Resident Evil sehen würdet oder aber auch die vielleicht so gar nicht zu einem Resident Evil passen würden. Immerhin schreibt das Golem ja auch, dass die DNA der Resident Evil-Reihe erhalten bleiben soll. Also wahrscheinlich dürfen wir uns da nichts zu Wildes vorstellen. Naja, sagt mir gerne Bescheid, was ihr davon haltet. Ich finde diese Information erstmal relativ aufregend, denn ich sehe da tatsächlich viel Potenzial und bin sehr gespannt, was Capcom da mit einem Open World Resident Evil so anfangen könnte und wird. Gerade auch mit Blick auf Dragon's Dogma 2 und dem Track Record, den Capcom aktuell hat, an sehr hochqualitativen Spielen, stehe ich dem Ganzen eher positiv gegenüber. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe euch durch jede erdenkliche Open World geleiten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!